Hi Leute und recht herzlich willkommen zu einem neuen Part Bellwright. Gestern kam das neue Update Villages 2.0 zu Bellwright und das hat uns einige richtig coole Änderungen gegeben, die ich jetzt mit euch durchgehen werde. Neu hinzugekommen ist auf jeden Fall der Feldweg, der es uns ermöglicht, endlich Wege zu bauen, auf denen die Bewohner und man selber natürlich erstens schneller geht und zweitens weniger Stamina verbraucht. Die Straßen könnt ihr natürlich bei der Forschungsbank freischalten. So, wir haben den Feldweg jetzt freigeschaltet und gucken mal in unser Baumenü, welches auf jeden Fall auch deutlich anders aussieht. Wenn wir hier auf alle klicken, dann sehen wir natürlich, was wir hier alles machen können. Wir können hier die Kategorie und die Stufe auswählen. Wir müssen natürlich Stufe 1 gehen und dann hier auf den Feldweg und auf Bauen klicken und schon können wir mal hier gucken. Wartet mal, wenn wir das jetzt einfach mal so hinmachen. Zu kurz, was bedeutet das? Ach so, ich muss quasi gehen und die linke Maustaste gedrückt halten, damit der Weg hier so entstehen kann. Aber jetzt steht hier blockiert, ich weiß nicht warum. Gehen wir mal wieder ein bisschen zurück und hier können wir ihn jetzt platzieren. Wir können hier auch auf Verlängern klicken. Dazu gehen wir einfach wieder hier so lang und machen mal so und gucken uns das jetzt mal an. Genau, er wird jetzt hier gebaut, der Feldweg. Gucken wir uns an, wenn er fertig ist. Was als nächstes neu ist, wir gehen mal wieder ins Baumenü. Wir sehen hier, wir haben die Kategorie Umbenennen, Zerlegen oder Umsetzen. Wenn wir auf Umbenennen klicken und zu einem Haus gehen, jetzt zum Beispiel zur Köhlerhütte, und auf F klicken, können wir sie hier umbenennen in XYZ, I don't know. Und schon heißt das Gebäude anders. Finde ich richtig cool. So kann man sich selbst Namen ausdenken. Wir schauen aber nochmal zurück ins Baumenü, gehen auf Zerlegen. Könnten natürlich jetzt hier die Köhlerhütte zerlegen, was ich jetzt nicht machen werde. Wir können sie aber auch umsetzen. Und zwar halten wir dafür F gedrückt und gehen dann ja an den Platz, wo die neue Köhlerhütte sein soll. Zum Beispiel hier und schon wird sich hier umplatziert und soweit ich das gelesen habe, muss man eigentlich nichts mehr hinzufügen, weil sie die Köhlerhütte hier ja abbauen und das Zeug dann auch direkt wieder hierher bringen. Hier können wir dann auch gleich die unvollendete Struktur bearbeiten. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall jetzt gleich schon die Aufträge geben, die die Köhlerhütte in dem Fall machen soll, sobald sie fertig ist. Ihr müsst also nicht mehr warten, bis sie fertig ist, sondern könnt gleich beim Bau schon die Aufträge verwalten. Was auch noch hinzugekommen ist, sind folgende Punkte, die ihr wieder bei der Forschungswerkstatt freischalten müsst. Und zwar ist das einmal das Flussdock. Das ermöglicht es uns, mit Gefährten zu segeln. Das ist auch wirklich sehr interessant und da bin ich richtig gespannt drauf. Dafür braucht ihr einen Apprentice-Zimmermann, falls ihr den noch nicht habt. Und der Garten ist hinzugekommen, um verschiedene dekorative Blumen anzubauen. Wir werden jetzt natürlich zuerst mal das Flussdock erforschen und dann gucken, wie wir damit reisen können. Wir schauen uns in der Zeit mal das Hauptmenü unserer Stadt an. Hier ist es so, dass ihr ja immer quasi ja, eine Hauptstadt hattet, sage ich mal. Und die verschiedenen kleinen Nebenstädte, nenne ich es jetzt mal. Ihr könnt jetzt aber hergehen. Hier steht Hauptsiedlung erstellen. Und wir können jetzt sagen, dass wir Lunetria zu unserer Hauptsiedlung machen wollen. Was auch neu hinzugekommen ist, was die Außenposten betrifft und auch die Sachen, die Dorfgebäude, die ihr in den Dörfern bauen könnt. Wenn ich jetzt beispielsweise hergehe und nach Herndien gehe und dort dann ein Dorfgewölbe erstelle, dann werden die Mats automatisch über Nacht dorthin geliefert und die Leute bauen es dann natürlich dort von selber. Das heißt, ihr spart euch dieses ganze Hin- und Hergereise, Mats rumverschieben oder dass eure Leute dorthin rennen wie die Blöden. Das geht jetzt selbstständig. Ich habe es schon gemerkt, mein Dorfglockenturm, den ich irgendwann mal errichten wollte, wurde ganz plötzlich fertig gebaut, weswegen natürlich auch wieder ein Belagerungstrupp unterwegs ist. Aber ja gut. Unser Flussdock ist fertig und ich möchte es mir natürlich gleich mal anschauen. Das haben wir hier, das ist in der Kategorie oder Stufe 2, Flussdock. So Leute, ich habe jetzt hier einen Platz gefunden, wo ich es platzieren kann. Ihr müsst da wirklich aufpassen, dass ihr eine geeignete Stelle findet, die breit genug ist, wo keine Steine sind. Erst dann kann dieses Ding leider platziert werden. Wir warten jetzt natürlich mal wieder, bis es fertig gebaut wurde. Und in der Zwischenzeit schauen wir uns noch was anderes an.
Wir gehen erstmal weiter zu unserer Handwerker-Ecke, mit der man ab sofort Deko machen kann. Wir platzieren die jetzt hier und lassen sie mal fertig bauen. Und obwohl die Handwerker-Ecke jetzt natürlich noch nicht fertig gebaut ist, können wir schon mal Bauaufträge geben und wir sehen, was es hier gibt. Eine Einzellaterne, Holzbogenlaterne, einen Korb, eine geschlossene Tonne, einen geschlossenen Korb, offene Tonne und kleinen Korb und so weiter und so fort. Hier könnt ihr auch Bänke bauen oder Stühle. Das ist ganz witzig, denn man kann sich ab sofort auch auf Stühle setzen. Und in der Zwischenzeit wollte ich euch noch den Tipp geben. Ihr seht ja hier den Feldweg. Wenn ich ihn jetzt hier verlängern möchte und hier lang gehen möchte, dann steht immer da blockiert und ich kann ihn nicht setzen. Dasselbe ist, wenn ich jetzt hier lang bauen möchte. Es geht nicht, weil Sachen im Weg sind. Also schaut, dass ihr zuerst den Feldweg baut und dann die Gebäude drumherum. Und unser Flussstock ist endlich fertig. Ich habe mir eigentlich schon eine Begleiterin mitgenommen. Da kommt sie auch schon angedüst. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Ich gehe jetzt einfach mal hierher und schau. Wir können jetzt hier auf F klicken, verbleibende Verwendung 1 von 1. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo wir damit hinreisen können. Also nicht, dass wir uns irgendwie andere Flussdocks noch bauen müssen. Was ich befürchte, denn hier steht nirgendwo was zum Anlegen. Okay Leute, das bedeutet im Umkehrschluss, ihr müsst tatsächlich mehrere Flussdocks bauen, so wie die Reiseschilder, dass ihr von Flussdock zu Flussdock mit euren Gefährten reisen könnt. Was auf jeden Fall auch noch ganz wichtig ist zu beachten, ist der sogenannte Pack des Schiffsbaus. Der wird nämlich zur Reparatur des Schiffs nach der Seefahrt verwendet. Und das betrifft dann wiederum die Anwendungen. Wenn ihr einmal gefahren seid, müsst ihr diesen Hammer mitnehmen, es reparieren, damit ihr quasi ein zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes Mal fahren könnt. Ja Leute, und das war's schon wieder an der Stelle mit dieser kleinen kurzen Info zum neuen Update und den Key Features, die es mit sich gebracht hat. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Erkundet gerne auch mal selbst und schreibt mir noch in die Kommentare, wie euch diese Änderungen gefallen. In dem Sinn, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.